Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs im Odenwald. Heute schon die 25. Folge, stellt euch das mal vor. Heute sind wir nicht direkt im Odenwald, sondern an einer angrenzenden Stadt in Schwetzingen im Schlosspark. Das ist aus dem Odenwald super zu erreichen. Daher habe ich gedacht, nehme ich das auch mal mit da rein. Also das ist ein wundervoller Ort hier. Riesig groß, wow. Und seht einfach selber. Viel Spaß beim Schauen. Wir haben das Auto geparkt. Jetzt müssen wir ein Stück durch die Altstadt laufen. Und dann sind wir da. Yeah. Gucken wir mal, was da so los ist. Wir sind angekommen. Wir haben den Schlosseingang schon entdeckt. Also diese Anlage hier im Hintergrund, die Grünfläche, die sieht ja bombastisch aus. Also wenn man hier reinkommt durch den Eingang, das ist schon atemberaubend, der Anblick hier in den Hof. Habt ihr gesehen, wie wunderschön der Brunnen ist? Der Wind, ich werd geduscht. Ja, da ist Wind und dann kriegt man das Wasser hier an uns gespritzt. Mal hier bei mir im Hintergrund diese Baumskulpturen an. Wie genial die die Bäume geschnitten haben überall. Hier stehen wir in dem Tempel drin, mit dem schönen Brunnen, sehr schön.
Wir haben jetzt die Moschee entdeckt. Das ist die einzigste Gartenmoschee, die es auf der ganzen Welt überhaupt noch gibt. Da sind wir jetzt. Jetzt haben wir hier im Hintergrund die alte Burgruine gefunden. Da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin, weil die Moschee haben wir jetzt leider, ist alles zu und den großen Eingang haben wir nicht gefunden. Deswegen laufen wir jetzt mal dahin. So, wir laufen jetzt wieder vor zum Schloss, zum Ausgang, weil der Park, der ist so riesig. Also hier braucht man auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit, wenn man sich das alles angucken will. Und man muss gut zu Fuß sein. Oh ja. Aber sehr, sehr schöne Anlagen. Wir gucken uns jetzt nochmal hier vorne Richtung Hauptgebäude das an. Hier, gucken wir mal. Das schlosseigene Wasserwerk drin. So Leute, wir laufen jetzt ins Auto, wir sind raus. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen, auch wenn es nicht so ausschweifend war heute. Aber da hat uns leider die Zeit für gefehlt. Da hätten wir viel früher herkommen müssen. Denn so riesig habe ich es auch wieder nicht gedacht. Also von den Eintrittspreisen her, Erwachsene kosten Normalpreis 7 Euro. Wir hatten eine Familienkarte, die hat 17 Euro gekostet. Und das ist für den ganzen Tagvertreib völlig in Ordnung. Ja, sehr schön. Du's? Und ist ein Besuch wert. Ja. Guckt's euch mal an. Von uns gecheckt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Unterwegs im Odenwald. Ciao. Bye.